Willkommen zurück bei Tomb Raider. In der letzten Folge haben wir hier geendet, wo dieser Mann uns verstorben ist, noch bevor er uns irgendwas sagen hat können, außer dass sie ihn haben. Das war sehr aufschlussreich. Schauen wir mal, wem sie haben. Munition. Ja, bis jetzt habe ich nur die Wumme. Die andere Wumme, die ich gerade gesehen hätte, das AK wäre mir lieber. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Wolltest du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Ja. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Hat denn der die Augen eingedrückt? Umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Ich gucke jetzt mit den ganzen Typen da drin. Was machen wir mit ihm? Oh. Ich wollte eigentlich den Bogen nehmen. Naja, weggehabt. Irgendwie treffen die sowieso nichts. Komm, ich erlöse dich. So, ich denke mal, das waren alle. Drückt ihm der einfach die Augen ein. Einen an der Waffel hat er aber schon, aber nicht zu wenig. Diese Mensch, Gaga. Ja, lass die Flasche stehen. Komm, ist noch zu früh dafür. Komm, schnell weg. Da noch jemand was? Ja, der da. Sonst hier noch irgendwie irgendetwas, das mich in irgendeiner Weise interessieren sollte? Ja, das hier. Ist aber auch ziemlich klar, was ich da machen soll. Wow! So nicht, meine Herren. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ja, aber in der Nacht ist kalt. Wie ist denn der? Hat sie so weggefetzt? Uiuiui. Ui. So, Türchen, kein Türchen, dann wird es da weitergehen. Konstantin ist hier, der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt.
Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander. Und es liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen. Oh, habe ich die jetzt gemacht? Ich dachte, ich schaue mir die nur an. Okay. Kryptoschätze habe ich auch einen schon. Sehr schön. Geht das Hasenjagen auch gleich einfacher? Wenn es auch ein bisschen lauter ist. Wo geht's dahin? Schaut aus, als könnte man es einschlagen. Aber nicht. Okay. Ein Rosenkranz. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind stark abgenutzt. Sie sind nahezu blank. Ich bevorzuge gar keinen Rosenkranz. Brauche ich nicht. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Oh, ja. Mit dem gesehen werden, da könntest du recht haben. Kann ich die erschießen? Nö. Okay. Ich gehe trotzdem da hinten runter. Geht nicht auf. Brauche ich Dietrich. Hab da was gesehen. Entschuldigung. Sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Okay. Hätte ich nicht tun sollen. Schätze mal, das sollte ich noch nicht hingehen. Dann reden wir mal mit dem Kerl da oben, wenn ich da noch mal irgendwie raufkomme. Er war ja auch hier um die Ecke, also muss bei mir auch gehen. Der Verlust der Treibstofftanks wird sie behindern. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir, und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Möchten Sie diese Mission annehmen, ja? Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Er wollte es mir heute beibringen. Es
war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Aber nett, dass er es versucht hat. Erhöhen Sie die Munitionsmenge, die Sie am feindlichen Leichen finden. Wäre nicht schlecht. Immer die scharfen Augen und die ruhigen Hände, die ich vermute. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Haben Sie es geschafft? Zerstört? Hallo? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Ich bin 2 Sekunden vor dir, da unten habe ich mich hingesetzt, ja? Ich gehe mal davon aus, dass die Sender diese Leuchtedinge da sind. Ich vermute es zumindest mal. Herausforderungsgrab, okay. Ich schaue jetzt trotzdem mal hier. Ja, sicher, das ist einer. Ist hier wer? Ja, Wölfe. Wo sind sie? Na nü? Wölfe? Trinity muss die installiert haben. Ah, die resetten. Wenn ich Glück habe, ist das da hinten das Grab. Aber nur wenn ich Glück habe. Ihr werdet es wahrscheinlich wissen und mich wahrscheinlich gerade auslachen. Und ich werde wahrscheinlich in der Wolfshöhle laufen. So wie ich mein Glück kenne. Aber es ist ein interessanter Ort. Also, gehen wir mal rein. Ja, na was sage ich. Ich laufe mitten in der Wolfshöhle. Wir müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Seid kreativ. Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Werden wir wahrscheinlich ziemlich sicher. So wie es aussieht, ist das alles, was es hier gibt. Aber was will man in der Wolfshöhle auch groß finden? Da hinten sehe ich den nächsten Sender. Da werden wir wohl so rüberkommen. Ich denke mal, ich habe das Grab gefunden. Okay, oder auch nicht.
Aber eine Kiste. Oh. Bogen. So, mal ein bisschen Übersicht verschaffen. Da oben ist auch noch was. Ja. Ara. Da ist noch ein Schächelchen. Das wollen wir natürlich auch haben. Spielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ja, was soll das können? Man weiß es nicht. Von dem Baum aus komme ich wahrscheinlich nur hier auf das Dach und das wird mich nicht wirklich weiterbringen. Nee, definitiv nicht. Das bringt mich auch nicht wirklich weiter. So, lass dich einfach nach unten fallen. Da ist der Schnee, da passiert dir nichts. Oh, Rehe. Hey. Fall um. Geh mal davon aus, dass das Grab ist. Jetzt zum letzten Mal. Oder auch wieder nicht. Tja. Und hier komme ich gleich mal überhaupt nicht weiter. Einen anderen Weg gibt es nicht, also muss ich wieder gehen. Gut. Wir haben zumindest schon mal einen Eingang. Und viel Wolfsgeheule. So, da war doch auch einer, oder? Ja, da. Ich hoffe, du hast mein letztes Band erhalten. Mir macht es immer mehr Spaß, diese Nachrichten für dich aufzunehmen. Anna sagt, dass ich ab und zu Bücher und Papiere beiseite legen soll. Um mich daran zu erinnern, warum ich das Griffumwicklung und für wen. Ich weiß, du hast es, wenn ich weg bin. Aber es wird sich auszahlen. Alles wird sich auszahlen. Ganz liebe Grüße von mir. Sei fleißig in der Schule. Munitionskapazität. Das hat sich damals nicht so angefühlt. Aber so lernte ich Unabhängigkeit. Für mich selbst zu sorgen. Eine wichtige Lektion, wie man sieht. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Leichtfuß landen sie. Das nehmen wir jetzt. Das reizt mich schon die ganze Zeit.
kletterbare Wände. Ist aber nicht erkletterbar. Ach, die sind gemeint. Okay. Ja, dann hätte sie aber auch ihre Haken einsetzen müssen. Ah, geht auch so. Geht's jetzt zum nächsten Turm? Nö, oder? Oh. Uiuiui. Denke mal, da bin ich zu weit, weil da hinten ist der nächste Sendemast. Aber schauen wir einfach mal, wo uns das hinführt. Da geht in eine Seilrutsche nach unten. Also falls... Oh, hallo. Du da. Falls es ins Nowhere führt, dann können wir auf jeden Fall zurück. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzverstecke. Oh oh. Da sind welche. Aha. Angriff! Wir werden angegriffen! Ja, schießt doch! Oh! Da oben war auch einer. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ja, das hätten wir schon mal gehört. Okay. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert, sie gehört dir. Wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Das kann ich mir alles noch nicht leisten. Das könnte ich mir leisten. So ein Schalldämpfer. Ja. Dafür sind also diese Münzen gut. Gut, dann blenden wir noch die beiden da vorne und dann lassen wir uns mal da wieder nach unten. Nein. Ich will dich nur plündern. Komm, Mädel. Nein.
Wir müssen noch die Funktürme da außer Gefecht setzen, damit wir den... Da sieht man die zwei auch. Den Dietrich bekommen. So, das heißt den da oben. Den haben wir anscheinend noch nicht. Und dann den da oben. Dem werden wir wohl irgendwie über die ganzen Dinger hier kommen. Auch nicht ganz. Oh. Sind die denn? Ich höre einen Haufen Wölfe, aber sie keine. Oh. Nö, so komme ich da nicht rauf. Hier vielleicht? Da muss ich tatsächlich schauen, wie das geht. Einer der Dinger führt darüber. Der ist da. Das heißt, ich müsste eigentlich über den hier. Auf das völlig falsche Seil hüpfen. Aha. Schauen wir mal, wie es von hier aus aussieht. Kann ja auch sein, dass die eine falsche Stellung unterlegen wollen. Hier war ich anscheinend schon. Gut, dann werde ich da nach oben müssen und von da aus darüber. Wenn mich nicht alles täuscht, und dann müssen wir es eigentlich schaffen. Hey, komm. Da ist eine Leiter, also muss ich da auch hochkommen. Komm. Oh. Frisch wie erlacht. Müsste hier nicht auch irgendwo dieses Seil sein? Oder nicht? Da ist es. Rest hierauf.
Dann von hier aus rüber. Wobei ich auch hier hätte hochklettern können. Aber wer weiß das erstmal? So. Hier ist eine kletterbare Wand. Und da oben ist der Mast. Ich bin ihm näher, als ich gedacht hätte. So, das müsste es gewesen sein. Na? Wenn ich jetzt dem Bachverlauf folge, müsste ich eigentlich wieder zu den Typen kommen. Ich habe absolut null Orientierung mehr, wo der ist. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Welche Zeichen? Ach, da ist das Grab. Gut, das merken wir uns bei diesem Sägewerk. Jetzt will ich erstmal meinen Dietrich haben. So, da müsste der Typ dann irgendwo sein. Oder auch nicht. Probieren wir es da vorne, das ist besser. Haben Sie es geschafft? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Danke. Pistole freigeschaltet. Na, sehr schön. So. Was nehmen wir denn als nächstes? Auge für Details finden leichte Herausforderungsobjekte. Ja, warum nicht? So, das soll es aber für diese Folge auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir auf jeden Fall, und ich hoffe, wir sehen uns am Montag dann wieder, wenn es wieder heißt Horizon Zero Dawn, und ich sag dann schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, ciao. Hallo und danke, dass du das Video von mir angesehen hast. Wenn du noch weitere Videos von und mit mir sehen willst, dann werden die jetzt hier unten eingeblendet. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann wäre ich froh, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, das würde mir auf YouTube weiterhelfen, Kommentare natürlich auch gerne gesehen. Werde ich alle beantworten, sofern es mir möglich ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss!